So, hallo Leute, es ist soweit. Wie versprochen mache ich ein Video zu meinem neuesten Spielzeug, nenne ich es immer. Und zwar war es mir schon immer ein Anliegen, diese BESS-Messgeschichte zu standardisieren. Wie die Leute, die so ein BESS-Testgerät haben, wissen, es kommt immer darauf an, wie stark ich ein Messer nach unten drehe, wie schnell ich ein Messer nach unten drücke. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt hier ein Messer habe und ich lege das hier ein. Wo habe ich denn mein... hier habe ich das. Warte. So, ich lege das hier auf normalerweise und dann drücke ich ja hier ganz langsam normalerweise das Messer nach unten, bis es diesen Faden, der hier gespannt ist, durchschneidet. Was passiert währenddessen? Währenddessen misst hier diese Waage das Gewicht, das ich benötige, das ich ausübe auf den Faden, bis der durchgeschnitten wird. Und dieses Gewicht ist praktisch in der Tabelle von der Firma Edge on Up, die dieses Gerät erfunden hat und auch herstellt, ist in der Tabelle benannt. Ich kann euch die mal einblenden. So, die Tabelle habt ihr gesehen. Es sind dann wirklich Bereiche von stumpf bis Rasiermesser scharf. Ja? Also alle Varianten sind möglich. So, jetzt aber dadurch, wenn ich unterschiedlich schnell drücke, bekomme ich unterschiedliche Werte. Das ist ganz einfach physikalisches Gesetz. Man nennt das Ganze Trägheit der Masse. Das heißt, je schneller ich da durchdrücke, je unterschiedlicher werden die Werte. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Ich kann euch das mal unten mit verlinken, wo ich mit einem und demselben Messer 3-4 verschiedene Werte gehabt habe. Mehr habe ich gar nicht gemessen. Ich bekomme aus einem Messer, wenn ich will, 20 Werte raus, je nachdem, wie schnell ich drücke. So, das heißt aber für mich gleichzeitig, wenn jemand irgendwas postet mit einem schön geschliffenen Messer und so weiter und schreibt dann rein, ja, mein Messer, das hat 65 BESS, dann frage ich mich immer zugleich als erstes, wie hat er denn gemessen? Ich meine, ich kriege mit jedem Messer, also sprich auch mit dem, das jetzt gerade hier drin ist, kriege ich 65 BESS hin, je nachdem, wie schnell ich drücke. So, wenn das Messer, ich sage mal, korrekt gemessen 150 oder 200 BESS hat und ich drücke dann entsprechend schnell, dann wird das weniger. Und jetzt klingelt das Handy, ich muss da mal kurz dran. So, da bin ich wieder. Wo war ich stehen geblieben? Weiß ich nicht mehr. Telefongespräch war zu lang. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch einfach mal, wie das Ding funktioniert. Ach so, ja. Der Mike Blubacher, der was dieses Gerät erfunden hat und auch baut, den hatte ich natürlich angeschrieben und habe gesagt, Mensch Mike, von Druck her, beziehungsweise von der Geschwindigkeit her, wie soll ich denn da vorgehen? Und er hat mir ganz einfach gesagt, wenn du den Zahlen beim Draufgehen zugucken kannst, wie die nach oben wandern, passt der Druck perfekt. Dann war mein Gedanke, ich mache hier einen Schrittmotor oder einen Servomotor rein mit einem Hubzylinder oder mit einem Spindelantrieb, sodass das immer gleichmäßig ist und alles. Erstens mal hätte das die Kosten gesprengt, da wäre das Gerät deutlich über 200 Euro teurer gewesen. Die Spindel oder der Hub ist gar nicht das große Problem. Das Problem ist eher die elektrische Platine, die Steuerung. Also das hätte das unnötig verteuert. Und dann haben wir das ausprobiert. Mein letztes Gerät hatte noch ein grobes Gewinde, also ein normales metrisches Gewinde. Und das war mir ein bisschen zu viel. Und jetzt bin ich zu einem Feingewinde gegangen. Und das ist optimal. Das geht pro Umdrehung, bewegt sich das 1 mm. So, und das geht schön leicht, das ist gelagert, da passiert gar nichts. Und damit kann ich mein Messer hoch und runter machen. So, und das probieren wir jetzt einfach mal aus, lange rumgequatscht jetzt. So, jetzt stelle ich das hier rein. Dann habe ich hier einen Knebelverschluss. Mit dem kann ich die Höhe hier am Rohr verstellen. Weil je nachdem, könnte ja sein, ich habe hier ein kleines Schweizer Taschenmesser drin
Oder aber ich habe hier so ein Küchenbeil drin. So, also will ich ja hier nicht eine 100 Meter lange Spindel machen, sondern ich will so schnell wie möglich, so effizient wie möglich verstellen. So, also dann gehe ich jetzt hier unten bis ziemlich nach unten. Dann schaue ich, dass das noch einigermaßen gerade ausgerichtet ist. Das ist nämlich jetzt gerade schräg. So, jetzt ist das gerade ausgerichtet. Sieht man vielleicht hier auch. Dann stelle ich mein Messgerät drunter, richte das aus, so dass ich hier gerade durchschneiden würde. Moment, so. So in etwa kommt das hin, ja. So, und dann schalte ich ein. Hier schalte ich ein. Drück auf Tara und drück auf die Beleuchtung. Und jetzt hole ich euch das mal näher her. Moment, ich muss da jetzt ein bisschen zurückgehen. So. Und jetzt achtet mal auf die Zahl, wie die zu beobachten ist, wenn es nach oben, wenn das Gewicht drauf ausgewirkt wird. So, jetzt fange ich an. Ich drehe hier ganz normal, ganz ruhig durch. Und irgendwann schneidet es mir meinen Faden durch, nämlich jetzt. So, dieses Messer hat jetzt 165 Bess. So, jetzt habe ich überlegt, wie können wir denn am besten darstellen, dass dieser Wert stimmt. Da ich ein Messer niemals auf die ganze Schneidenlänge gleich geschliffen bekomme oder geschärft bekomme, würde das jetzt natürlich, wenn ich jetzt, oder wir können das einfach mal ausprobieren, Moment. Ich gehe jetzt mal ein Stückchen nach oben, nehme meinen Faden unten raus, spann den mal, mache einen neuen Faden rein. So. Und lass das Gewicht hier nach unten hängen. Jetzt zieht praktisch die 100 Gramm an dem Faden. Jetzt schraube ich hier fest. Jetzt ist der mit 100 Gramm gespannt. So, jetzt gehe ich hier wieder drunter. So, und jetzt ist das Problem. Hier drin, dieses Fadenteil, das hat ja so 5 mm Spiel oder so. Und jetzt werde ich mit Sicherheit nicht die gleiche Stelle an der Klinge erwischen. Das ist das große Problem. Und ein Messer ist wirklich immer unterschiedlich geschliffen. Ich habe, wenn ich ein Messer über die ganze Länge 10-mal messe, werde ich ja einen Durchschnittswert auf jeden Fall bekommen. Aber ich werde wahrscheinlich nicht die gleichen Werte bekommen. Zudem muss man noch dazu sagen, der Tester, den ich im Moment hier habe, das ist ein 5-Gramm-Tester. Das heißt, wenn ich nur 2 Messschritte falsch liege, dann ist mein Messbereich im Bereich von 20 Bess. Ja? Ich habe aber schon einen mit 1-Gramm-Skala für mich bestellt, einfach nur um das zu verifizieren. Aber wir machen gleich Folgendes. Wenn ich das jetzt nochmal gemessen habe, ich habe mir extra Rasierklinge geholt. Und eine Rasierklinge ist ja laut Bestester immer so um die 50, ja. Und dann sehen wir mal, was rauskommt, wenn ich eine Rasierklinge messe. Und die messe ich dann auch an mehreren Stellen, weil da hoffe ich, dass der Hersteller die Rasierklinge auf die ganze Länge gleich scharf kriegt. Und das machen wir gleich. Jetzt lasse ich aber hier erst nochmal den Tester drüber laufen. Zu dem Zweck richte ich das nochmal aus. Das sieht ganz gut aus so. So, und jetzt stellen wir hier wieder auf Tara. Und dann gehen wir wieder ein bisschen her, so, so, und dann, falsch rum drehe ich, dann drehe ich nach unten, ja, das wackelt hier ein bisschen auf meinem Tisch, so, jetzt komme ich in die Nähe von der Schneide, jetzt mache ich einfach in ganz ruhigen Umdrehungen, gehe ich jetzt nach unten, so, und was haben wir da? 90, so, und das zeigt ja, warte, das zeigt ja, ein Messer ist auf die Schneidenlänge nie gleich. Die 90 stimmen, wenn ich jetzt mein Messer da dran erwischen würde, beim Besttest von Hand, ja, dann wäre ich glücklich. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich 90 und 165 zusammenzähle und nehme die Mitte, bin ich immer noch bei 130 oder so. Und das ist rattenscharf. So, aber jetzt will ich das Ganze einfach mal ausprobieren mit einer Rasierklinge. So, jetzt machen wir das Ganze mit der Rasierklinge. So Leute, jetzt habe ich mir eine Tasse Kaffee geholt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Test.
Ich habe natürlich das Gerät schon mit verschiedenen Messern, Küchenbeil etc., Ausbeinmesser und so weiter. Das hat zum Beispiel einen Werkschliff, das hatte glaube ich 160 Bess oder so. Das ist ein super Schliff von der Firma Gieser. Getestet. Was mir dabei natürlich auffällt, ist Folgendes. Wenn ich hergehe und verschiebe den Besteste jetzt einiger immer mal wieder oder spanne das Messer einmal hier hinten ein, mache es dann los und spanne es hier vorne ein, ich bekomme an der ganzen Klinge unterschiedliche Werte. Ist ja aber auch logisch. Die können wirklich differieren um 50 Bess oder so. Ja? Ist aber auch logisch. Ich bekomme eine Klinge nicht völlig gleichmäßig geschliffen. Dazu gibt es übrigens demnächst eine Vorstellung eines neuen Gerätes. Ich war ziemlich begeistert von dem Gerät und zwar kann ich mit dem die komplette Schneidkante messen, die Schärfe. Das heißt, ich habe dann ähnlich ein Diagramm, das mir die Schärfe anzeigt der gesamten Klingenlänge. Das dürfte vor allen Dingen für Messermacher oder für professionelle Schleifer oder Leute, die sich selbstständig gemacht haben mit einer Schleiferei, für die dürfte das äußerst interessant sein, weil die können ihrem Kunden dann, das wird an PC auch mit angeschlossen oder an Laptop, die können ihren Kunden einen Ausdruck machen, wie scharf die Klinge über die gesamte Länge ist. So, so eine Art Zertifikat. Ich halte das für einen super Mehrwert und ja, muss man mal schauen, wie das Ding funktioniert und wie das klappt. Aber dann habe ich gedacht, wie stelle ich das dann am besten dar, ob das gut misst und so weiter. Und dazu haben wir hier, bin ich extra am Samstag noch in den Laden gefahren und habe ein paar Rasierklingen geholt. So, und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich den Test einfach mal mit einer Rasierklinge und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Jetzt lasse ich die hier unten ein Stück rausgucken, so, und spanne die mal ein, dass die auch einigermaßen gerade ist. Ja, das kann man so lassen. Zack, so, die Rasierklinge steckt fest. So, jetzt gehe ich her, so wie ich das immer mache, und spanne meinen Faden mit einem 100 Gramm Gewicht. Das besteht aus einem Eichgewicht und so einer Magnetklammer. Da klammere ich jetzt den Faden hier ein am Ende und lasse das einfach so über die Tischkante hängen. Dadurch, dass jetzt das Gewicht hier frei hängt, kann ich sicher sein, ich habe eine circa 100 Gramm Spannung auf dem Faden. So. Dann positioniere ich das Ding hier drauf und jetzt kann ich hier über meinen Knebelgriff hier an der Stange kann ich das lösen und kann mit dem ganzen Ding nach unten fahren. So, jetzt stelle ich das wieder fest. Ich gucke, dass das einigermaßen gerade steht. So, genau. So, dann richte ich den Besttester dazu aus, dass ich auch etwa in der Mitte messe. So, und dann messe ich das jetzt einfach mal. Bin mal selbst gespannt jetzt im Moment, was dabei rauskommt. So, jetzt gehe ich mal näher dran, dass ihr den Zahlen zugucken könnt. Weil das war das, was der Mike gesagt hat. Wenn du siehst, wie sich die Zahlen nach oben bewegen, und ich drehe jetzt einfach nur langsam. 40. So, jetzt gehe ich nach oben. Und ich kann ja hier, obwohl ich kann jetzt einfach das Gerät ein kleines bisschen nach hinten schieben. So, da habe ich jetzt 4-5 mm weiter geschoben, dass ich eine andere Stelle der Klinge messe. Ich spanne wieder meinen Faden, wieder in die Klammer, lasse das wieder hier drüber hängen. Moment, ein bisschen aufmachen, so. Dann habe ich die gleiche Fadenspannung. Richte das wieder mittig aus. So. Drücke Tara und fahre wieder nach unten. Und zwar auch wieder langsam, aber gleichmäßig. 35.
Ich kann noch einen dritten Test machen. So, und jetzt bitte wieder bedenken. Dieses Gerät misst in 5 Gramm Schritten. Das heißt, ein Messpunkt sind 5 Gramm. Und wenn ich dann jetzt 5 Gramm Unterschied habe bei der Messung, die sind wirklich zu vernachlässigen. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Ich bekomme aber demnächst ein Messgerät, das ist ab morgen an mich unterwegs, mit 1 Gramm. Die werde ich wahrscheinlich dann auch in meinem Shop mit aufnehmen, für die Leute, die es ganz genau haben wollen. So, jetzt gehe ich einfach mal noch ein bisschen nach vorne. So. So, und drücke wieder Tara und fahre wieder nach unten. Und einfach auch wieder gleichmäßig und ruhig nach unten drehen. Und wieder 40. Somit denke ich, ich könnte das jetzt wahrscheinlich noch 10-mal auf die ganze Rasierklingenlänge machen. Ich werde immer einen Wert 35 bis, ich sag mal, 45 kriegen. Ich habe das auch ausprobiert. Ich wollte das jetzt nur live zeigen, dass niemand sagt, hier, die Bilder, die ich einstelle, sind gefaked oder sowas. Ihr könnt hier dem Gewicht in aller Ruhe zuschauen, wie das nach oben läuft. Und das ist genau das, was der Mike Brobacher zu mir gesagt hat. Du musst, wenn du eine saubere Messung machen möchtest, musst du den Zahlen zuschauen können, wenn sie nach oben laufen. Wenn ich hergehe und drücke dann so schnell durch, da sehe ich nichts, da macht es einen Klack und dann sind wir wieder da. So, jetzt gehe ich nochmal her und gehe mal noch ein bisschen weiter in die Richtung. So, jetzt bin ich am Ende der Rasierklinge. Gucke ich, dass das einigermaßen mittig ausgerichtet ist. Jawohl. Drück mal wieder Tara. Und was haben wir? 40. Also Leute, das Ding funktioniert. Ihr werdet, wie gesagt, an der Klinge, wenn ihr 10-mal messt auf die ganze Länge, werdet ihr wahrscheinlich 10 verschiedene Werte kriegen. Die, wenn ihr gut geschliffen habt, werden die nicht riesig variieren. Aber 50 Best sind nix. Das ist beim Schärfen, das ist einmal ein kleines bisschen Grad noch dran. Schon habe ich 50 Best mehr. Das so, was jetzt aber auch interessant ist, ihr werdet mit dieser Art zu messen, werden von mir in Zukunft alle Leute, die unter 100 Best kommen, immer einen extra Applaus bekommen, weil jetzt wird richtig gemessen. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Rasierklinge ist das beste Beispiel, weil die ist wirklich industriell geschliffen und die sollte eigentlich, weil die machen ja schon irgendeinen Hochleistungsschleifen. Wie genau? Sorry, fragt mich nicht. Aber die sollten schon überall gleich scharf sein. Und das haben wir jetzt auch gesehen. Wir hatten, glaube ich, 3x40 und 1x35. Die 35 ordne ich einem Messfehler zu vom Gerät. Weil 5 Gramm, wenn ich in 5 Gramm Schritten messe, ist 5 Gramm Unterschied nichts. Das ist ein Punkt. Ja. So, also ich denke mal, das Ding wird geile Sache. Dieses Gerät hier, so wie es hier steht, das wird es bei meinem 1000. Mitglied auf meinem Facebook-Kanal, wird dieses Gerät, genau so wie es hier steht, ohne den Besttester natürlich, also so, wird dieses Gerät zu gewinnen geben für ein Mitglied meines Facebook-Kanals. Und die 1000 müssten demnächst erreicht werden. Also ich denke mal, dass das vielleicht maximal noch 2-3 Monate dauert, eher weniger, so wie momentan der Zulauf ist. Dann wird dieses Gerät einfach verlost unter den Mitgliedern meines Facebook-Kanals, und zwar unter denen, das war aber schon immer bei meinen Verlosungen so, unter denen, die in den letzten 30 Tagen vor der Verlosung in irgendeiner Form aktiv waren. Sei es irgendein Like gesetzt, sei es irgendein Post gemacht, sei es irgendeinen Kommentar geschrieben. Das heißt, ich will damit die aktiven Mitglieder in meinem Kanal belohnen,
dass sie einfach was gewinnen können. Und bis jetzt hatten wir immer ein paar schöne Sachen, die ich verlost habe und so. Die Leute, die waren happy. Und ich werde sowieso in letzter Konsequenz dann mit einem solchen Gerät auch arbeiten, aber dann ein komplett fertiges, weil ich zeige es in YouTube. Die Leute sollen dann auch sehen, dass das hier zum Beispiel grau ist, das wird rot werden, das ist wieder grau, das ist rot und das ist pulverbeschichtet. Diese Dinge sind eloxiert. Also lasst euch überraschen, wenn das Gerät final fertig ist. Ich denke mal, nächste Woche werden wir zum Fertigen brauchen und dann geht das zum Pulverbeschichten respektive Eloxieren. Und dann denke ich mal, in 2 Wochen wird das Gerät in meinem Shop verfügbar sein. Und dieses Gerät, so wie es hier steht, ich mache hier die paar Zahlen noch drauf weg, das wird irgendeiner von meinen Facebook-Freunden bzw. von den Mitgliedern meines Facebook-Kanals, oder was heißt meines, es ist ja nicht mal, ja, ich habe ihn gegründet, aber das ist es auch. Ich habe da Moderatoren, die da eine ganz, ganz tolle Arbeit machen. Und die werde ich übrigens in diesen Verlosungstopf mit reinschmeißen. Alle, die in den letzten 30 Tagen vor dem Tag der Verlosung was gemacht haben da drin, Kommentar, Like, ein Post oder ein Bild eingestellt oder was auch immer, nehmen an der Verlosung teil. Und ich denke mal, das ist für 1000 Mitglieder dann ein schöner Preis, den irgendeiner von euch gewinnen wird. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Restwochenende und lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und genießt vor allen Dingen das tolle Wetter. Ciao.